Und hier die Lately News. Berlin. Viele haben die Angst, bei den beginnenden Gesprächen zwischen Union und SPD am Ende über den Tisch gezogen zu werden. Angela Merkel meinte nur intern dazu, dass es vor allem wichtig sei, dass die Wärme beim über den Tisch gezogen werden als Nestwärme empfunden werden sollte. Dabei schaute sie mehrfach Horst Seehofer an. Thüringen. Frauke Petry hat Sorge, dass ihre neue Bewegung Blaue Wende genauso scheitert wie einst die Bewegung von ihrem Vorgänger in der AfD, Bernd Lucke namens Alpha. Denn bei Alpha dachten damals viele, dass Bernd Lucke dabei nur einen Fanclub zu der Fernsehserie ALF gemacht hatte und, um im Telefonbuch vorn zu stehen, diesen deshalb Alpha nannte. Das kann natürlich auch Frauke Petrys Blaue Wende passieren, denn das klingt doch klar nach einer neuen Renovierungsshow bei RTL 2. Cupertino. Apple hat bekannt gegeben, dass mit Tränen lachende Emoji ist das erfolgreichste Emoji aller Zeiten bei Apple. Das unbeliebteste Emoji ist weiterhin das Horst Seehofer Emoji. Besonders unbeliebt oberhalb des Weißwurst-Äquators. Im Apple Store immer wieder verschwunden ist das Christian Lindner Emoji. Lieber nicht regieren, als bei WhatsApp falsch benutzt zu werden. Wir haben heute natürlich wieder eine großartige Show und ich sage das sonst wirklich selten. Heute mit unserem Thema Rot-Rot-Grün in Berlin. Wie sieht es ein Jahr später aus? Auch dieses Mal ermöglicht von unserem Sponsor RTL 2 und der Ankündigung einer neuen Show auf selbigen. Neue blaue Wände mit Brigitte Nielsen. Oh Gott, das gibt's wirklich? Diese Woche malt Super Biggie bei den Akademikern und anerkannten Raketenwissenschaftlern der Bewohner von Köln 50667 die Wände, Überraschung, blau an. Und das Ganze 90 Minuten lang. Okay, Nettozeit als ohne Werbung immerhin 15 Minuten. RTLs blaue Wände mit Brigitte Nielsen. Unter anderem mit einem Gastauftritt von Florian Strelitz. Wollt ihr mich verarschen? Aus dem YouTube-Hauptnachrichtenstudio in Berlin. Die Lately Show mit Florian Strelitz. Willkommen bei der Lately Show. Ich bin YouTubes Florian Strelitz. In Berlin regiert nun seit einem Jahr eine rot-rot-grüne Regierung. Erstmals auf Landesebene hier bei uns in Berlin. Und vor einem Jahr sah das noch so aus, als wäre das eine visionäre Möglichkeit für die SPD, auch auf Bundesebene mit Rot-Rot-Grün wieder an die Macht zu kommen. Und heute? Wir sollten uns heute mal die Zeit nehmen und uns das alles mal genauer anschauen. Rot-Rot-Grün ist denkbar schlecht in die Regierung hier in Berlin vor einem Jahr gestartet. Zum einen wollte der regierige Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, als erstes seine damalige Senatssprecherin Daniela Augstein in den wohlverdienten Vorruhestand schicken. Was natürlich selbstverständlich ist, da Daniela Augstein damals immerhin schon 37 war, damit ja theoretisch auf dem Berliner Arbeitsmarkt komplett nicht mehr vermittelbar war. Nun scheiterte das an kleineren Hürden, wie dass sie erst seit 21 Monaten überhaupt im öffentlichen Dienst gearbeitet hatte. Und das sollte doch jeder wissen, dass um vorzeitig in den einstweiligen Ruhestand versetzt zu werden, muss Mann oder Frau doch mindestens eine Ewigkeit von 5 Jahren im öffentlichen Dienst gearbeitet haben. Was für ein Noob dieser regierige Bürgermeister doch ist. Auch natürlich das Ganze erst nach der Wahl publik zu machen. Aber wie auf seinen Plakaten schon so schön stand, wer Müller will, muss SPD wählen. Hat ja super geklappt bei dem dann schlechtesten Ergebnis der Berliner SPD seit 1949. Auch die Sache mit André Holm als Staatssekretär für den Wohnungsbau war jetzt am Ende eher ein Griff ins Klo von Seiten der Linken. Nun gut, konnte ja keiner wissen, dass André Holm bei der Stasi war. Nicht einmal scheinbar er selber mehr. Hatte er doch zuvor den Job an der Humboldt-Universität einst auch nur bekommen, weil er auch da vergessen hatte, das mit der Stasi zu erwähnen. Ansonsten hätten sie ihn erst gar nicht genommen und er hätte gar keine akademische Karriere dort starten können, die ihn dann in den Senat gebracht hätte. Auch so etwas wie Einsicht oder gar Schamgefühl, bewusst gelogen und betrogen zu haben, hat er scheinbar auch nicht mehr finden können. War bestimmt in seiner Stasi-Akte versteckt. Aber kann schon mal passieren. Wie oft sitze ich im Bus und mir fällt urplötzlich ein, dass ich ja noch Mitglied bei VideoWorld bin. Aber wenn ich von Freunden oder vom BKA diesbezüglich gefragt werde, vergesse ich das auch immer wieder gerne. Aber trotz oder gerade wegen all dieser Widrigkeiten hat es Rot-Rot-Grün geschafft, sich ein Jahr zu halten. Juhu, 1 von 5 Jahren geschafft. Und 5 Jahre bedeuten einen möglichen einstweiligen Ruhestand. Aber ein Jahr gibt einem ja auch immer wieder die Zeit, auch mal durchzuatmen und sich selber auf die Schulter zu klopfen, wie toll man doch dieses Jahr lang war. Na gut, die Umfragewerte speziell für die SPD sind im Keller. Aber Michael Müller hat das große Glück, dass es da niemand anderen in der SPD überhaupt gibt, der es besser machen könnte. Das ist ein ziemlicher Sauhaufen dort, wie übrigens auch bei der CDU. Aber ansonsten doch alles super in Berlin, oder?
Das sollte doch Rot-Gold-Grün gebührend feiern, wie sonst nur angesehene nordkoreanische Diktatoren oder debile amerikanische Präsidenten. Sowie auch die vom Senat finanzierte Plakatkampagne Zeit, einfach mal Danke zu sagen. Es ist immer gut, speziell als Senat mal die Bürger aufzufordern, endlich mal Danke zu sagen. Hey, ihr scheiß Torfnasen, ihr Kack-Berliner, jetzt sagt gefälligst einmal Danke zu der Polizei und der Feuerwehr, die wir als Senat nicht umsonst erfolgreich seit mehr als 20 Jahren runtergewirtschaftet haben, die sich den Arsch aufreißen müssen, weil wir, der glorreiche Berliner Senat, sie am langen Arm verhungern lassen. Das Traurige und das, was mich persönlich am meisten ärgert, ist, dass diese Plakatkampagne komplett am eigentlichen und verdammt wichtigen Kern vorbeigeht und nur Geld zum Fenster hinauswarf. Man muss natürlich zur Polizei und Feuerwehr auch mal Danke sagen, gern auch einmal mehr. Man muss sie vor allem auch respektvoll behandeln. Aber der Senat will durch diese bizarre Lobhudelei sich indirekt selber feiern, weil er, der Senat, erkannt hat, dass Respekt bei den Bürgern da draußen gegenüber der Polizei und Feuerwehr fehlt und dabei gerne verkennt, dass er selber den Männern und Frauen der Polizei und der Feuerwehr tagtäglich nur den Mittelfinger zeigt. Und das ist peinlich, Berliner Senat. Ich habe in meinem Leben viele, viele Menschen kennengelernt. Aber gerade Polizisten und Feuerwehrleute, die ich kennenlernen durfte, waren immer dabei die besten Menschen. Wer freiwillig in ein brennendes Haus rennt, der sein Leben riskiert, weil er oder sie von der Feuerwehr ist und das für diese Menschen komplett selbstverständlich ist, das sind Helden. Wenn Polizisten da draußen für uns ihr Leben riskieren und uns mit ihrem Leben beschützen, dann verdienen sie nicht nur eine moderne Ausrüstung, sondern auch unseren Respekt und auch unseren Dank. Denn man muss den immer Helden gegenüber haben. Basta! Dafür braucht man keine Plakatkampagne, das sollte man auch so wissen. Auch Lehrer sollte man der Kampagne nach Danke sagen. Aber ich habe mal gelernt, dass einem Menschen, der mehr Urlaubstage hat als der normale Mensch, Zähne im Mund, einem immer suspekt sein sollte. Gute Nacht und viel Glück da draußen. Die Lately Show mit Florian Strelitz. Join and subscribe.